Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Möbius Final Fantasy. Wir werden direkt mal starten in den Kampf. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass hier unten Phylo unterwegs ist. Irgendwo hier unten war. Und das bedeutet, wir müssen uns ranhalten. Wir werden ihn einholen, wir werden ihn überholen, wir werden vor ihm alles durchführen. Nein, ich glaube nicht, dass das genug geht. Ich glaube nicht. Aber wir werden uns Mühe geben. So, jetzt heißt es aber erstmal die drei Runden hier überstehen und dann in den nächsten Kampf zu gehen. In letzter Zeit sind also nach jedem Kampf erstmal so ein kleiner Story-Abschnitt. Das gefällt mir zwar auch ganz gut, aber so ein etwas längeren einfach wäre meiner Meinung nach ein bisschen besser. Ich finde das eben halt nicht so gut, dass jetzt nach jedem etwas kommt. Aber es scheint wohl entgegen zu fiebern dem Ende hin. Aber es ist noch ein weiter Weg. Es ist noch ein echt weiter Weg dorthin. Und ich bin echt gespannt, wie es wird. Und wir haben ein Item bekommen. Ich habe gerade gar nicht oft aufgepasst, wie das aussah. Ja, die Karte wird auch immer besser. Ja, fast die Hälfte von Stufe 46 haben wir schon. Okay. Juhu! Sehr cool. Das ist wirklich cool. Oh, wir kriegen diesmal eine Kiste. 2000 dunkel? Okay, cool. Ja. Schon wieder. Aha, und wieder muss ich reden. Das war ja klar. Machen wir los. Weißt du, wir sind am Tempel des Schattens angekommen. Kupo. Und die Fallen des letzten Tempels waren nichts gegen dieses hier. Ja, ja. Und noch mehr unwillkommene Gäste in den Schatten. Memus und Momulus. Ich danke euch für eure Warnung. Eure lächelnden Gesichter vertreiben jegliche Müdigkeit, die ich zuvor verspürt habe. Wie reizend. Eure Worte ehren uns, Mogris. Aber in meiner Sache muss ich euch korrigieren. Wir sind nicht Memus und Momulus, wir sind Momulus und Memus. Kupo? Oh ja, das ist jetzt auch Weltuntergang. Oh nein, liebster Bruder, die alphabetische Reihenfolge ist nicht egal. Kupo? Na schön, die linguistische Reihenfolge ist nicht zu ändern, wir bleiben Momulus und Memus. Aber ich glaube, du vergisst, dass die Linguistik Gesetze nicht aufstellt, sondern beschreibt. Ihr könnt das ja unter euch regeln, während wir weiterziehen. Boah, alter Schwede, ich konnte gerade nicht lesen. Ich weiß nicht warum. Lasst mich raten, ich muss dahin und hier alles muss noch bekämpft werden. Hier. Da unten ist er. Mockheim. Das wird interessant. Okay, einfach weiter. Bevor uns hier noch Phylo abhaut. Also wir müssen uns beeilen. Hier, z. Es wird alles durchgepaukt heute. Alles. Naja, eigentlich nicht. Ich habe heute noch ganz viel anderes zu tun. Naja, vielleicht ein bisschen. End of the line. Just you wait. So. Was haben wir denn dafür gegeben? Vier oder fünf Stück davon, ne? Vier. Wow. Nächste Runde. Oh, nur zwei davon. Sehr schön, das geht auch schnell. Die sind uns ja auch schon bekannt. Das sind wir sehr schnell fertig. Hau zu! Sehr schön. So, jetzt die letzte Runde.
Was haben wir da? Die beiden. Okay. Try this on. Watch this. Here you go. Joa. Also ich würde mal sagen, das war sehr effektiv. Sehr geil. Das ist echt der Hammer da. So. Oh, das ist kurz davon. Oh, also, sehr cool. Oh, kein Story-Abschnitt? Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Ich brauche nicht noch mehr so eine Karten hier. Gib mir mal was anderes hier. Wird zum Kämpfen hier. Schön. Vier Runden, ich bin mal gespannt. Also ich habe jetzt schon. Also wir haben jetzt glaube drei oder vier, ich habe nicht genau mitgezählt, drei oder vier neue Gegner. Also neues Aussehen. Also komplett neues Aussehen, nicht nur neue Farbe. Ne? Haben wir bis jetzt hier gehabt. Drei bis vier Stück in letzter Zeit. Aber irgendwie sind die auch selten, ne? Und dafür kommen die viel zu häufig. Besiegt jetzt den nächsten. Komm, hier, zack, dann können wir in die letzte Runde. Sehr schön. Oh, und eine Karte. Danke. Sehr groß. Da ist einer der neuen. Das ist mal wieder schön. Mal wieder was anderes. Nicht immer den gleichen Kram. Ich habe gerade ein friedliches Wort gesucht. Bei Meide ist ja zu fluchen und so. Also, es ist manchmal gar nicht so einfach. Also, ich bin eigentlich eine ruhige, aber wenn mich was stört, dann kann ich auch abgehen wie Schmidts Katze. Ey, das ist. Na gut. Oh. Hä? Achso, das war eine andere Karte dahinter. Ja. Es sind ja noch die anderen Karten da, die auch leveln. Phönixfeder. Ich wusste, dass es erstmal in eine andere Richtung geht, bevor ich nach da oben komme. Ich wusste es. Und dann geht es einmal rum und dann da und dann darf ich woanders hinspringen wieder. Hundertprozentig doch. Hundertprozentig. Aber auf jeden Fall ist da was. Da irgendwo zumindest. Denke ich. Sollte? Müsste? Ich hoff's. Ready to die. Oh, ein Schlag drüber. Okay. So, würde ich sagen, auf in die letzte Runde. Oh, da ist wieder ein neuer, der neuen Gegner. Mal wieder was anderes. Oh, ist das toll. Oh, jetzt haben wir nur noch den. Ja, gucken wir mal. Hauen wir den gut zusammen. Sieht aber ganz gut aus. Jo. Ich würde sagen, das lief doch gut. Also mir gefällt der. Vom Aussehen her, der Rüstung und so, sieht der auf jeden Fall mal vernünftig aus. Hey, cool. Denkt daran, dass Mogris ihre Gedanken mit allen anderen ihren Volkes teilen. Das erklärt es. Sie wissen alles und können dadurch kaum ein Geheimnis verbergen. Momulus und Memus sollen mich überwachen.
Oder vielmehr Sarah und die anderen Mogris im Schloss informieren. Glückwunsch, du hast es kapiert. Wie viel willst du wetten, dass sie bald jemand kommt und sie zurück ins Schloss bringen will? Es würde mich nicht überraschen, sie sahen so niedergeschlagen aus. Und was wirst du tun? Wirst du sie blutend in den Staub schicken und sie ihnen einfach überlassen? Und wenn die Prinzessin einen Wutanfall bekommt, wird dich das kalt lassen? Das sind ihre eigenen Entscheidungen. Du verstehst es nicht, oder? Die Freiheit ist für sie eine Bürde, denn sie hat sie noch nie erlebt. Ja, das ist übel. Ey, ich will nach da oben, nicht nach da unten. Ach, geht doch. Oh, das ist jetzt aber fies. Aber mir fällt ein, ich muss ja noch hier die Waffenboost und so machen. Angriff, Angriff. Wir machen Angriff weiter hoch. Und das dauert noch 2 Stunden. Okay, wie viele Karten haben wir da noch? Oh, nur 3. Okay, dann müssen wir kurz Karten verkaufen. Sekunde eben. Das geht ganz schnell hier. Zack, zack, weg damit. Das weg. Was haben wir hier noch? Da, 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 da. Den, den und den und den. Zack, weg. So, das, das. Nö, 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 nö. Nö, ja, 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 ja. Die brauche ich alle nicht. Das ist das Gute. Warte mal, was ist das? Ja, so, ja, ja. Den brauche ich auch nicht. Den lassen wir erstmal. Alles klar. Zack. Und schon fast 2 Millionen wieder. Coole Sache. Ach ja, ich wollte ja nochmal bei den Kartenbeschwörungen gucken. Ich glaube nämlich, ist es diese Gratisbeschwörung noch irgendwie möglich? Nö. Okay, ja, dann hat der Tag noch nicht gewechselt bei denen. Es ist ja auch gleich erst 9:30. Ja, wir regenerieren. Und ja, wir greifen direkt mal an, auch wenn die keine Sonderfähigkeiten oder sonst irgendwas hat. Wir greifen einfach mal an. Ich will endlich nach da oben. Und gleich taucht so ein Schloss davor auf und ich muss erst den Weg nach unten machen. Ja, ist das doch kacke. Entschuldigung, dass ich das gesagt habe, aber das ist echt doof. Aber es kommt bestimmt so, ey. Ich wette mit euch, dass das so kommt. Ich muss eigentlich erst nach unten irgendwelche Prüfungen machen. Und dann erst nach da oben. Ich muss mal den Raum lüften, hier ist voll schlechte Luft drin. Ich muss zum zweiten Mal gehen. Ich bin nicht müde. Ich bin kein bisschen müde oder sonst irgendwas oder so, aber irgendwie komisch. Vielleicht hole ich mich richtig Luft. Mangel Sauerstoff im Hirn. Mayday, Mayday, zu wenig Sauerstoff, zu wenig Sauerstoff. Hirn ist kaputt. Juna kaputt. Nee, Juna defekt. Computer, suche Mechaniker für Hirn. Kein gefunden. Viel Glück bei Selbstreparatur. Nein! Ups, ich hab was falsch gedrückt. Es ist explodiert. Yep. Ich rede heute wieder so viel Scheiße. Es ist so genial. Heute war das. Ist das gar nicht mit Absicht. Aber trotzdem. Ja. Dunkeltor. Ich wusste. Ich sag lieber nichts. Kämpfen wir lieber, anstatt zu reden. Wir machen das lieber mal. Aua, ich habe einen Kratzer auf meinen Ellenbogen entdeckt. Wo kommt der denn her? Bist du wieder gegen die Wand gelaufen oder so?
Ich kann mich nicht daran erinnern, das muss dann in der Nacht gewesen sein, als ich gepennt habe. Boah, ich habe glaube nur 2 Stunden oder so gepennt, das war voll viel. Und ich weiß, nur weil ich zu vollen Magen hatte, also mein Bauch total dick war, ich konnte nicht liegen, so wie ich immer liege. Und ach Gott, scheiße Nacht. War ich die ganze Zeit wach, mein Freund neben mir geschnarcht. Und ich so, toll, einfach toll. Das bemühe ich mich immer vorher einzuschlafen, bevor er anfängt zu schnarchen. Weil wenn ich schlafe, kriege ich nichts mit. Wenn ich, wenn mein Schlaf unterbricht oder sowas, mal nachts oder so, wenn er spät ins Bett kommt, ist das voll lustig. Er hat dann, er unterhält sich auch ab und zu mal dann mit mir. Ey, ich kann mich aber nie an sowas erinnern. Ich habe keine Ahnung. Er kann mir beichten oder sonst irgendwas erzählen, was immer er will. Und ich krieg das nicht mit. Und, aber ich antworte. Das ist voll geil. Hey, wieder den neuen Gegner. Ist ja cool. Die sehen immer noch irgendwie echt cool aus. Die erinnern mich irgendwie an meine Lüfter. Vom Rechner. Aber die sind nicht rot, glaube ich. Der eine ist so weiß-mäßig. Farben-mäßig, also so, ne? Mäßig. Richtung. So. Die anderen sind, glaube ich, schwarz. Ne, der eine ist grau. Und die anderen sind, glaube ich, schwarz. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie war denn das? Das sind ja viele. Boah, ernsthaft? Ja, da kommt jetzt der Schluss. Und das heißt, ich muss jetzt hier unten lang. Alter Schwede. Gut, dass ich da den Punkt da zum Hin- und Herreisen. Also ein Plack auf. Naja, gut. So, gucken wir mal. Ganz relaxed. Mal andere Karten. Oh, ey. Wieso kann ich erst voll spät das scrollen? Das nervt mich so dermaßen. Schleierprüfungen. Yeah. Da unten irgendwo ist Philo. Da unten irgendwo ist Philo. Oh, 7 Runden. Junge. Das sind aber viele Runden. Da erwarte ich aber viele Karten, viele Items hier. Also hopp, hopp. Legt los. Den ersten haben wir. Den zweiten im Schock. Oh, ohne Karte, Tatsache. Ist das cool. Schon 3 Karten. Ja, finde ich gut. Mehr bitte. Say goodbye. Bye. Say goodbye. Nächste Runde. Aber jetzt keine Karte gegeben, ne? Dafür dann aber jetzt hier 2, ne? Diese Runde. Hallo? Ich hatte was gesagt gehabt. Wo sind die Karten? Keine Karten. Alter Schwede. Ihr macht euch so unbeliebt bei mir. Rückt eure Karten raus. Sonst wäre ich noch grausamer. Und gemeiner. Der hat's verstanden. Eine Karte noch. Los, her damit. Die kriegen ihre Karten nicht. Wie gemein. Ehrlich? Ha, super. 5 Karten. Das wollte ich haben. Ey, das ist echt eine Menge schon hier. Das ist sehr cool. Na, wo geht's jetzt hin?
Ah, immer schön hier dicht an dicht und dann hast du hier umso mehr. Ey. Boah. Da ist er. Da unten ist er. Oh Mann. Wir müssen echt hinterher. Wir schaffen das aber. Wir schaffen das. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.